Talwil am Zürichsee ist der Motivationscoach Claude Keller heute bei unserem Showstar im Einsatz. Heute rufe ich Monika Kählin. Ich freue mich sehr, sie kennenzulernen und bin gespannt, was sie mir jetzt erzählen hat, weil im Moment ist in ihrem Leben sehr viel los. Nein, grüezi, Frau Kählin. Guten Tag, Keller. Schön, haben Sie Zeit für uns? Sicher. Ja, sicher. Kommen Sie rein. Merci. Danke. Bei Ihnen ist im Moment ziemlich viel los, oder? Wie geht es Ihnen so dabei? Ja, halt wie es einem so geht. Man muss eigentlich alles unter einen Hut bringen. Und ist klar, dass das jetzt eine ganz vollkommen neue Situation ist. Es läuft weiter, der Privalo läuft, das Leben läuft, das Geschäft läuft, der Fritz ist Patient. Ja. Das muss man jetzt alles koordinieren, aber da ich ein Worst Case gewöhnt bin, kann ich das funktionieren gut. Wichtig ist, dass es dem Fritz gut geht und ich tue mich dann schon erholen, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt ist nicht der Moment, jetzt muss ich einfach gut funktionieren. Jetzt muss es einfach klappen. Ja. Monika Kählin ist sicher eine total dynamische Frau, aktiv. Sie braucht auch die Aktivität, es muss bei ihr auch etwas laufen, aber nur Aktivität, das hält der Körper auch langfristig nicht aus. Er braucht auch Phasen, wo er in die Ruhe kommen kann. Wenn man nur schon jede Stunde einen kleinen Moment könnte innehalten und wieder so seine verschiedenen Schubladen, wie du sagst, reinziehen, dass man wieder einen Moment bei sich ist, 10 Sekunden, und dann, okay, jetzt geht es wieder weiter. Ja. Und das würde schon viel bringen. Abschalten ist für mich etwas sehr Wichtiges, weil das sind ja immer Höchstleistungen, die ich dann momentan auch erbringen muss, oder manchmal über Stunden sogar. Bin ich schon froh, wenn man mir Tricks beibringt, wie man mich sofort oben abholen kann. Und genau solche Tricks möchte der Claude Keller der Monika zeigen. Jetzt machen wir gerade eine kleine Übung. Mhm. Gehst mit der Aufmerksamkeit in die Füße, sodass du jeden Schritt merkst, dass du jeden Fuß. Genau, und merkst schon, was passiert, oder? Mit der Zehe, ja. Und du merkst sofort, wir werden auch langsamer. Automatisch. Ja, ja, das ist korrekt, ja. Jetzt, wenn wir am Arbeiten sind, sind wir schneller, wenn wir juffeln? Nicht wirklich. Nicht wirklich, oder? Ja. Aber dennoch sind wir ja meistens am Juffeln. Ich zwinge mich dazu, dass ich sage, so, nicht juffeln, sonst kommt es nicht gut. Richtig, super. Jetzt, die Sachen, die wir nicht wollen, die ziehen wir genau an. Aha, so ist das, ja. Ja, das ist, wenn du Angst hast vor dem Hund, dass er nicht will, dass er beißt, dann beißt er erst recht, oder? Ja, das stimmt. Für zweimal haben sie mich schon. Ah, schau jetzt. Also das, was man nicht will, das zieht man an. Jawohl. Und die Frage ist darum, was will ich? Also wenn du sagst, ich will in der Ruhe bleiben, okay, wie finde ich die? Du gehst mit der Aufmerksamkeit in die Füße. Dann geht es wieder. Und dann schaltet es um und vielleicht kannst du es noch unterstützen mit einem schön durchschnaufen. Und zwar primär ausschnaufen. Also das Spüren der Füße ist eine Übung, die für jeden funktioniert. Weil wenn wir mit den Gedanken noch jemand anders sind, als wo der Körper ist, dann will der Körper, der hat einen Alarm. Und über das holen wir uns zurück und dann sind wir wieder in Einheit. Jetzt können wir mal schauen, ob wir dieses System so auf die Schnelle ankicken können, dass es wieder reguliert. Und eine mögliche Übung ist, ich gehe ein bisschen weg, dass du quasi übers Kreuz mit dem rechten Ellbogen gehst aufs linke Knie. Ja. Einfach so ein bisschen in die Nähe gehen. Machen wir ein paar Mal. Der Körper wieder in Einklang bringen und das in Rekordzeit. Genau das braucht unser gestresster Showstar. Dann mal gückeln. Jawohl, super. Okay. Also wenn mal irgendwo auf der Bühne sage ich vor einem Moment, jetzt habe ich gerade eine Situation und den mache ich dann auch. Okay, dann weiss ich dann, wo er herkommt. Aber ich habe mich wieder gefunden. Ja, genau. Weil ich nicht viel Zeit habe, bin ich froh, dass der Claude mir Tricks beibringt, die ich in ganz kurzer Zeit anwenden kann. Das ist das Optimale für mich. Und weil sie einfach nicht still sitzen kann, bringt Monika am Claude gerade auch noch ein paar Tricks bei. Das tut dann tätsch wohl, oder? Auf beide Seiten. Let's down, yeah, baby. Lehren, sich zu entspannen, muss Monika Kählin. Weil bei ihr der Zeitfaktor immer ein Problem ist, gibt es für den Anfang kurze, aber wirkungsvolle Entspannungsübungen. Genau. Soll ich jetzt extra loslassen? Nein! Alle die verschiedenen Übungen, die wir gemacht haben, haben letztlich ein Ziel. Dass wir, wenn wir mit den Gedanken irgendwann ganz weit weg sind, dass wir uns wieder fokussieren, dass wir zu uns zurückkommen, dass wir dort sind, wo wir wirklich sind.
Wenn man noch beibringen kann, dass ich ein bisschen mehr Nein kann sagen, wenn sie mich etwas fragen, ob ich etwas machen für die anderen, dann bin ich ganz dankbar. Also gut. Das habe ich bis heute noch nicht fertig gebracht. Ich sage zu immer, nein, das mache ich jetzt nicht, nachher mache ich es gleich. Jawohl. Du weißt, dass ein Nein nach aussen ist ein Ja zu dir. Jawohl, nein, das habe ich nicht gewusst. Genau. Und dann fällt es in dem Moment, wo man das weiss, dann kann man vielleicht eher Nein sagen. Weil ich bin nicht gegen den anderen, sondern nein, ich mache das jetzt nicht, jetzt muss ich für mich schauen. Ja, das sage ich zwar jemandem, aber ich bin da gut mit. Man gibt dann immer nach. Ja, richtig. Der Tipp, zu mir Ja sagen und zu anderen Nein, weil es mir selber nicht gut tut und den anderen tut es dann gut, also den werde ich anwenden und den werde ich noch ganz gut lernen. Ja gut, da haben wir jetzt heute ganz viel besprochen und gemacht. Ich glaube, du hast genug zu tun, wir lassen es bei dem. Jawohl. Du hast einfach Erfahrungen sammeln, sodass, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass du mir sagst, du Claude, das funktioniert, das funktioniert nicht und dann können wir weitermachen. Ja, ich bedanke mich. Schön, dann bringe ich dich noch heim. Ja, ist gut, also, danke. Der Privalo ist vorbei. Ob Monika Kählin jetzt endlich runterfahren kann und sich entspannen kann, der Claude Keller will es wissen. Sorry, Monika. Sorry, Joi. Hereinspaziert in die gute Stube. Und kennst du sie ja viel, gell? Du hast ja von mir gewünscht, dass ich dir weitere Tipps gebe, zum Runterfahren, zum entspannt bleiben. Und darum habe ich gedacht, bevor wir das machen, möchte ich kurz quasi wie deinen Körper befragen, ich möchte deinen Herzrhythmus anschauen, dass ich dir auch ganz gezielt die richtigen Tipps geben kann. Interessant, ja. Vom Claude erwarte ich sehr viel, weil er hat bis jetzt mir die Tricks beigebracht, die mich nicht viel Zeit kosten, von Live-Events, von Fernsehsendungen und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr nützvoll. Mit dem Clip, da kann ich dir den Puls messen. Und zwar, ich tue dann nur das Ohr und dann ist das schon alles. So. Jawohl. Jetzt würde ich dich bitten, dass du an etwas denkst. Vielleicht die Arbeit, die kommt in den nächsten Wochen kommt, oder etwas, was dich stresst, ein bisschen Sorgen macht. Haufen Bütz, ja. Stress hat Monika ja wahrlich genug. Still sitzen und ruhig sein ist hingegen eher eine Seltenheit. Also, jetzt wäre deine Aufgabe, dass du einfach möglichst bewusst und lang ausschnaufst. Und während dem Ausschnaufen würdest du deinen Schultern quasi erlauben, dass sie sich gehen dürfen. Ja, beim Ausschnaufen, ja genau. Super, das wären die 5 Minuten schon gewesen. Ist das lang vorgekommen? Das ist gegangen. Nein. Ja, manchmal, wenn träume gern zwischendurch. Ja, es träumt. Super. Kann ich dir gerade das Resultat zeigen? Das hier ist die Frequenz von deinem Herz. Da habe ich dir gesagt, du hast etwas überlegen, das dich stört oder dich nervt. Ja. Schau mal, zack, geht es gerade in die Tür. Ja, logisch, die Arbeit, die liegen bleibt. Ja, ja, genau. Oder? Wenn wir gestresst sind, dann hat der Herzrhythmus ein gewisses Verhalten. Und das ist anders, als wenn wir entspannt sind. Und genau das habe ich angeschaut, das Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung. Dann haben wir hier haben wir noch den Bereich gemacht, wo man bewusst, vor allem da, wie du siehst, wo du auf die Atmung dich konzentriert hast, ist auch sofort regelmässig geworden. Und da beim Ausschnaufen, wunderbar, das ist riesig. Da reagiert dein Körper extrem entspannt. Das wäre also das Optimale. Also, dass du über den Tag verteilt, einfach bewusst immer ein bisschen innehaltest, ausschnaufen, die Schultern lassen gehen. Ja, schön. Also das haben wir sehr schön gefunden. Und aufgrund von dem können wir jetzt die eine oder andere Übung machen. Gut, super. Wir haben ja gesehen, den Zusammenhang von Denken und Entspannen, respektive Denken und Stress. Mhm. Etwas, was man nicht denken könnte, ist Geinen. Mache ich vor dem Auftritt immer Geinen? Ah ja. Ist richtig. Siehst, merkst du es? Ja, ist perfekt. Ich muss einfach. Nichts kommt von selber. Vor dem Auftritt mache ich es ja schon, den Geinen automatisch, ohne dass ich es merke. Ich singe auch, ich tue richtig schnaufen. Aber am Tag, am Computer oder ans Telefon kommt, das mich aufregt, dann ist es anders. Und dann habe ich müssen das lernen und ich tue es auch anwenden, was er mir beibringt. Und das nützt. Das nützt schon enorm. Ja. Oh, ein Schrecken dazu, genau. Oh, das tut nämlich gut. Wunderbar, mache ich jetzt immer. Sehr gut, genau. Dann ist man wieder bei sich. Jawohl. Dann ist man wieder geerdet und man ist entsprechend entspannt. Darum das einfach mehrmals machen, das ist eine gute Sache. Ja.